Weiter geht's. Ich will euch da jetzt auch nicht wirklich lange auf die Folter spannen. Lass mich raten. Weiter in Richtung des Kerns. Ja. Und da wartet dann bestimmt irgend so eine besondere, so ein besonderes Vieh oder so auf uns. Oh oh, was Saya noch gemacht hat. Festes gefällt es nicht besonders. So, und wie kommen wir da jetzt rüber? Ich habe nämlich keine Ahnung. Warte mal. Da wieder hoch. Brutstättenkern. Ja, das ist schön. Einfach so darüber kann ich nicht. Hierüber kann ich aber auch nicht. Und auch nicht da hoch. Da hinten sieht aus, es könnte man lang, aber das ist auch nicht der Fall. Oh, ja, okay. Okay. Sion sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Zerstören oder überbrücken. Dann überbrücken wir es diesmal. Dann können wir nicht alles kaputt machen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe auch keinen. Au! Alter, dieses Rotzvieh. Ich habe auch kein freies Schussfeld auf das Vieh, ne? Ja, man kann es auch übertreiben. Ich will zwar nichts sagen, aber...
kannst hier übertreiben. Ich habe keine Ahnung. Oh, was setzt du denn diese Pfeile an, Mädchen? Was ist das? Weißt du was? Ein weiterer Turm. Er darf das Fließ nicht reparieren. Ja, ein Turm, der das Vieh repariert, klar. Ja, ich weiß. Ist halt blöd, wenn mich das Vieh gibt. Ich finde, man kann es übertreiben mit den reparierenden Türmen, vor allem in so einem engen Gebiet. Klar, warum nicht? Immer drauf. Sag mal, bin ich zu blöd oder was? Schöner Kampf ist es jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie weit die Flammen gehen, aber es wäre schön, wenn es mal eine Begrenzung geben würde. Ich find's übertrieben, das Vieh. Ja, jetzt taucht da noch so ein Fickturm auf, oder was? Achso, das kann ja auch noch. Leute, ich will nichts sagen, aber ich bin gleich im Arsch. Warum hält das Vieh so viel aus? Ich weiß, dass ihr ein bisschen... Och, komm schon. Komm schon. Man kann ein bisschen auf die Kacke hauen, aber so dieses retarded Dark Souls-like nachhauen. Das muss nicht sein.
Es ist normal. Komm schon. Oh komm schon, das Feuer... Ja, natürlich. Warum hat das so viel HP? Ich will ja nicht sagen, man kann es übertreiben, aber... Ist ja nicht so, als könnte man das Ding one-hitten. Nein. Sag mal, bin ich jetzt gerade noch zu blöd? Alter, leck mir doch den Hodensack wund, du Analfotzige. Natürlich. Ist ja nicht so, als wenn eine Feuerklaue schlimm genug wäre, die was weiß ich.
finde ich gut, dass das Feuer über die ganze Arena geht. Kenne ich sonst nur von Dark Souls. Ich will zwar nichts sagen, aber der kritische Treffer ist für den Arsch. Ja, natürlich. Diese Ratte. Also, ich finde, man kann es ein bisschen übertreiben mit Epiness. Aber ich bin so echt gerade so ein bisschen im Arsch. Huh, alter Verwalter. Also... Vor allem dieser, ich renne jetzt einfach mal über die Map, hau alles kurz und klein. Da hätten 4 Schläge ausgereicht, beziehungsweise sogar eher 3, finde ich. Das mit den, ja, du kannst zwar ausweichen, aber ich setze immer noch einen drauf. Das war schon... Ja. Vor allem war nicht der Lead-Designer von Horizon Zero Dawn einer, der sich bei Twitch, bei Twitter über Dingsbums beschwert hat, über... die Storyline und die Questführung von Dingsbums, von Dark Souls. Da denke ich mir so, ja, also... Dadurch, dass der Flammenspuk sozusagen über die gesamte Map oder über die gesamte Kampfarena rumgehauen hat, würde ich sagen, also da hat man Dark Souls... Aurea! Nicht! Stimme! Zion, bitte hilf mir! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ja. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Er hat ganz schön eine abgekriegt, die Alte. Also... Ihr müsst fliehen. Die Feuerklaue war ein bisschen für Normalverhältnisse zu stark.
Bei sehr schwer. Boah, bei Hardcore, ey, leck mich. Ich bin jetzt so geheult. Meine Schwester. Ja. Hat die sich nicht irgendwie Kritik bei über Elden Ring mal ausgelassen? Da muss ich sagen, dafür. Hier bricht gleich alles zusammen. Aratak. Aratak. Den kannst du vergessen. Was denn hier? Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Puh. Kampf hat mich jetzt eben ganz gut in Spitzen gebracht. Aratak. Sie würde nicht ein Tod wollen. Gehen wir. Ja, jetzt macht hinne. Einfach raus hier. Ich will nur noch mal Pfeilchen herstellen, ne? Eins von diesen. Es geht nicht anders. Damit rückst du jetzt raus. Große Bandukai. Einfach Schneemarinade zur gefrorenen Aloy nehme ich mit. Gut durchgeschüttelt. Aber nicht gerührt. Wäre ja schlimm, wenn du tot wärst, ne? Doch was ist mit Zion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Urias Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Bops. Müssen wir da jetzt nochmal hin? Hoffentlich nicht. So gerne ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir wirklich gedacht. Na gut.
Muss der jetzt hinreisen oder ist es jetzt eher noch so der Abspann? Gehe zurück zum Zufluchtsort. Okay, aber zum Glück ist da ein Leuchtfeuer. Ein Lagerfeuer, weil zu Fuß wollte ich den ganzen Kram jetzt nicht machen. Hier gibt es noch einiges zu tun hier. Wie zum Beispiel den Dingsbums. Na, was wollte ich sagen? Tiere sammeln und hast du nicht gesehen und natürlich noch diese Splitter und so weiter und so fort. Also wir sind hier theoretisch noch nicht durch. Aber wir wollen ja erst nur mal so die Hauptstory so ein bisschen durchpetzen. Also von daher... Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen. Aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kajab-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Ja, lass den erstmal trauern. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Dann bist du eine künstliche Intelligenz, eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Urea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen. Und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Urea, die mich erneuerte. Mich reparierte. Sie rettete mich.
Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Uriah sagt, du warst verzweifelt, dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Uriah so sehr zu schätzen gewusst. Was? Das ist eine KI! Was denkst du, was Hephaestus genau ist? Eine Software von großer Komplexität. Viel fortgeschrittener, als ich es bin. Von Anfang an lag sein Fokus nur auf einer einzigen Sache. Dem Bau von Maschinen zum Jagen und Töten von Menschen. Meine Trace-Routen besagen, dass er zum Erreichen des Ziels versucht hat, die Herstellungszentren, die er als Brutstätten bezeichnet, zu übernehmen. Aber seine Bemühungen waren nur zum Teil erfolgreich. Manche kann er infiltrieren, andere haben Abwehrmaßnahmen, gegen die er nicht ankommt. In mir fand er jedoch ein leichteres Ziel. Er durchdrang nicht nur meine Abwehr. Ich kontrollierte auch alle Firebreak-Ressourcen. Rohmaterial. Prozesse, um fortgeschrittenere Werkzeuge zu laden. Und unbegrenzte geothermale Energie. Genug für seine eigene Brutstätte. Ja, für den Bau von Jägerkillern ohne externe Begrenzungen. Und doch gibt es interne Begrenzungen. Er will Menschen töten, aber ohne sie auszulöschen. Es ist schwer zu verstehen, wo seine Grenzen liegen und warum. Schwer kann es nicht einmal annähernd ausdrücken. Obwohl ich Jahre als sein Servitor zugebracht habe, bleibt sein Kernprogramm ein Geheimnis. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja, das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Cyan. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Eloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Ja, also genau. Haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Cyan? Nein. Direktor Chao besuchte mich unerwartet. Lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Du warst sehr wichtig für Uriah. Als ich Uriahs spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass ich Uriah aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen.
Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Zion. Aber sie war entschlossen. Ja, komm, lass gut sein. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Uriel ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Das Leben der Banuk ist schwer. Ihre Welt verzeiht nichts und ihr Glaube, ich denke, er gibt ihnen Hoffnung. Sei nachsichtig mit ihnen. Führe sie und versuche ihnen zu verdeutlichen, was du bist. Die Gemeinschaft mit den Maschinen ist stark im Mystizismus der Banuk verwurzelt. Diese Herangehensweise müsste funktionieren. Solange sie dich nicht plötzlich anbeten. Wenn ich darüber nachdenke, wäre so eine Erfahrung wohl außerordentlich unangenehm. Wäre sie. Denn im Grunde willst du ehrlich sein, oder? Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Zion. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak. Bitte nicht. Schauen, wie es ihm geht. So, nee, ich würde sagen, wir kehren hier garantiert nicht zurück. Wir haben hier genug verbracht. Dann sag ich dem Alten noch ein bisschen Bescheid, dann ist der Käse gegessen. Hoffe ich zumindest. Dann können wir uns mal den normalen Sachen wieder widmen. Aratak. Zäum mir nicht rum. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer für dich, aber passt schon. Denk an die Sommersonne, wie sie durch. Ja, werden wir gleich machen. Wir können gerne, ja gut, tauschen, ich weiß nicht. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uriel vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriel wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Ganz gut, dass ich das auf zwei Parts gesetzt habe, weil ich dachte... Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Das wäre nämlich, glaube ich, ein bisschen lang geworden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriel hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Na dann. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeien der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Sollen wir dem noch helfen? Finde ein Schienenteil. Geteiltes Geheimnis. What the fuck? Erstmal alles mitnehmen. So, und was geht's denn da jetzt? Finde ein Schienenteil.
Aus der Schmiede. Keine Hauptquest mehr. Hauptquest 14. Wir sind schon Level 46 oder so. Ich meine, komm schon. Komm, machen wir das. Und das. Warum nicht? Ruf geschissen. Mittlerweile ist mir egal, was wir leveln. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Speer modifizieren kann. Schleuder, aber Speere kann ich nicht modifizieren. Nicht ein Stück. Komm, ist egal. Aufträge aus der Schmiede. 0 von 5 erlege Feuerklauen. Kehre zu Vaga zurück. Ich mache erstmal... Kehre erstmal zu Vaga zurück. Feuerklauen erledigen und so ein Kram ist zwar ganz nett, aber... Wir haben gesehen, was für Viecher das sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt keine Lust drauf. Zumindest nicht im Let's Play. Vielleicht mal später, wenn ich das Spiel nochmal auspacken sollte. Aber ich will jetzt mit der Main Story auch mal weitermachen. Dann sprechen wir mit der Alten nochmal. Mit der süßen Schmiedin da. Eigentlich nichts zu sagen. Hast du auch nicht. Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten. Sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Pikt schlitztot. Öde. Der Kühlsaft fließt jetzt besser. Anpassung hier, noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Die ist super. Ich habe, was du wolltest. Zeig mir, was du mit dem Schmiedefeuer vorhast. Endlich. Ich habe sie schon fast vernachlässigt. Und das geht mir dann doch etwas zu nahe. Sie ist fertig und gehört dir. Aber mach bloß keine Dummheiten. Nein. Sieht gut aus. Ich dachte schon, dass du es in einen brennenden Seilwerfer verwandelst. Nee, sie war von Anfang an fast perfekt. Schließlich ist sie ein vager Original. Gut. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. Super, super, super. Ich will mal was gucken. Banuk Champion Bogen. Ich meine, den habe ich, ne? Ja, den habe ich auch. Banuk Schlechter. Habe ich den? Brauche ich? Warte mal. Spezieller Jägerbogen. Nee, den habe ich nicht. Was bedeutet die 1? Mit denen kann ich viel Eis machen, ne? Nee, ich habe nur den Schattenjägerbogen. Weißt du was? Dann hole ich mir den Jägerbogen. Kriegsbogen? Nee, ich würde mir gerne den Jägerbogen holen. Und dann legen wir den hier drauf. Super. So, und dann würde ich gerne die Waffe modifizieren. Weg damit. Wieso kann ich... Ich will zwar nichts sagen, aber... kann ich das nicht lehren? Also, ja. Okay. Okay, nee, dann mache ich das beim nächsten Mal. Ich muss mich mal ganz dringend auf Toilette. Hier, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.